herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die Jaclyn Hill Palette vor. Ich werde damit einen Look schminken und dann legen wir auch mal gleich los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, das ist die Palette von Jaclyn Hill und hinten sieht das so aus. Da ist auch Jaclyn Hill. Vielleicht kennt ihr sie ja von YouTube. Das ist halt eine amerikanische YouTuberin und sie hat ihre eigene Palette rausgebracht mit Morphe zusammen und ich habe sie bei Beauty Bay gekauft und ich glaube, ich habe 38 Euro für die Palette bezahlt und der Preis ist total in Ordnung, weil guckt euch mal an, wie viele Farben es gibt und ich bin da schon mit den Fingern reingedatscht, weil ich konnte es nicht abwarten, sie mal auszutesten. Und ich kann jetzt schon mal sagen, einige Farben sind richtig butterweich und andere sind so ein bisschen trockener. Und ich habe die so ein bisschen auf meiner Hand geswatcht und eine Farbe hier unten, ich weiß jetzt nicht mehr welches war, die hier oder die hier, die ist halt sehr fleckig geworden. Ich werde sie jetzt nicht alle swatchen, weil es sind einfach eindeutig viel zu viele Farben. Man sieht hier einige schimmerige Farben und mehrere matte Farben. Und ja, damit werde ich jetzt einen Look schminken und dann fange ich jetzt auch mal gleich an. Als erstes werde ich diese beiden Töne hier zusammen mischen und auf mein Lid geben. Bei mir ist es lieb, wenn die Lidschatten gut pigmentiert sind, deswegen kaufe ich auch meist keine Drogeriepaletten, weil sie mir meistens zu schwach pigmentiert sind und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Als nächstes gehe ich in diese Farbe hier rein, das ist so ein Ockerton und werde es mir auch nochmal in die Lidfalte geben. Klopfe es auch wieder ab und wie man sehen kann, obwohl es matte Töne sind und auch gar nicht so einfache Töne, finde ich, dass es sehr schön pigmentiert ist und sie lassen sich auch gut auftragen, also sie werden nicht fleckig. Also bis jetzt die Farben, die ich jetzt ausprobiert habe, bin ich schon sehr zufrieden mit. Und wenn man diese Palette hat, glaube ich, braucht man auch keine andere, weil da ist Schwarz mit drin, Brauntöne, rötliche Töne, sogar diese knalligen Blautöne. Und das finde ich halt sehr cool. So sieht das aus. Und jetzt möchte ich gerne in so einen orangelichen Ton reingehen. Und zwar diesen hier. Der hat es mir irgendwie voll angetan. Und gehe nochmal in diesen Ockerton hier rein und werde das mir nochmal in die Lidfalte geben. Und weil mir das hier noch so ein bisschen zu hell ist mit dem Rotton, werde ich nochmal in ein dunkleres Rot gehen und werde mir das draußen auf dem äußeren Dreieck, so gesagt, aufs Lid bringen. Und das Ganze verblende ich wieder mit einem fluffigen Blendepinsel und versuche das alles so ein bisschen weicher hinzukriegen. Also bis jetzt muss ich sagen, sind die Farben sehr cool. Also es gefällt mir sehr gut. Gut, ich habe jetzt auch keine Farbe benutzt, die irgendwie nicht so gut sein sollte. Jetzt werde ich mir ein bisschen Lidschatten auf meinen Handrücken tun. Und in der Mitte meines Auges da ein bisschen den Concealer auftragen. Habe ich gerade Lidschatten gesagt?
Also Concealer ein bisschen auf den Handrücken. Und dann werde ich das Ganze in die Mitte, da wo es ein bisschen heller sein soll, nochmal auftragen. Und werde das mit meinen Fingern eintupfen. Dann werde ich nochmal in das etwas rötliche Rot gehen, also nicht das dunkle, sondern etwas das helle, und werde das hier nochmal so ein bisschen verstärken und versuche das nochmal so ein bisschen zu überblenden. So, als nächstes, um den Concealer nochmal zu setten, gehe ich nochmal mit einem Pinsel in so einem hellen Ton. Die sind hier oben, wo ich vorhin auch schon drauf war. Auch hier so an den Augenbrauen, damit die Kante ein bisschen weicher noch wird. Und jetzt kommt Glitzer. Und dann gehe ich in diesen Ton, das ist so ein bisschen holo, und den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ihr könnt das auch anfeuchten, aber mir reicht das auch so. Ich finde, das ist schon super pigmentiert und ich möchte das gar nicht so glitzerig haben. Deswegen reicht mir das vollkommen aus. So, und dann werde ich meinen Wimpernkranz nochmal mit dem schwarzen Lidschatten ein bisschen die Wimpern verdichten. Und das Schwarz, muss ich sagen, ist auch super pigmentiert. Also für einen schwarzen Lidschatten bin ich begeistert. So, und jetzt werde ich die Rottöne unter meinen Wimpernkranz noch auftragen und dann bin ich soweit fertig. Das ist der fertige Look und dann gebe ich mir jetzt noch Wimperntusche drauf und bin ich fertig. So, das ist mein fertiger Look. Also ich kann euch auf jeden Fall diese Palette empfehlen. Ich finde die Farben wunderschön. Man kann so viele Looks damit schminken. Und ich muss ja sagen, ne, auch diese Töne hier unten, das ist ein Lila, ein Elektroblau und dann diese türkisenen Farben, die sind auch super pigmentiert. Wenn ihr euch die mal anschaut, das ist der Oberhammer. Und deswegen, also schlagt zu bei Beauty Bay, kostet so um die 38 Euro, wenn ich mich nicht irre, also so viel habe ich bezahlt. Und ich kann sie euch nur empfehlen, wirklich. Also die sind butterweich, haben nicht so einen großen Fallout. Das heißt, wenn man sich schminkt, muss man nicht vor dem Make-up die Lidschatten auftragen, sondern kann man auch nach dem Make-up. Und ich finde einfach, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Palette sich zu kaufen. Ja, und das war's auch schon mit diesem Video. Dieser Look ist entstanden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe jetzt ein bisschen improvisiert. Ich habe keine Vorstellung gehabt, was ich mir schminken sollte. Ich habe einfach drauf los. Und mir gefällt es eigentlich soweit ganz gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!